Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4 Unileben. Und ja, wir sind jetzt mit unserer Charlie im Foxbury Teamgeister Organisationsdings. Und hier ist anscheinend Geisternacht oder zumindest haben sich hier zwei Geister hin verirrt. Streich an der Statue der Rivalen spielen. Das können wir natürlich machen. Wir sind also Foxbury, das heißt, gehen wir auch mal auf die Karte und reisen dann wieder nach Brightchester. Und hier ist unsere Dings. Und hier ist doch Dings, ne? Brightchester, genau. Und dann werden wir uns mal hierhin machen. Das sind nämlich, wohnen jetzt auch zufälligerweise auch, oder glücklicherweise wohnen da Studenten von der gegnerischen Universität, die wir verhöhnen können, ne? Becker Clark. Dann werden wir doch die Überlegenheit der Uni verhöhnen. Na, da hast du richtig gehört. Ja, das ist das sogar gewesen. So. Gut, dann gucke ich mich jetzt mal um. Ah, hier ist doch die tolle Statue, ne? Dann werden wir doch direkt mal Klopapier verwenden. Jetzt hör mal auf, mit den beiden Mädels zu reden. Du hast jetzt genug getan. Die sollen sich erstmal gegenseitig hier irgendwie ärgern oder was sie da getrieben haben. Wir werden hier jetzt erstmal einen Streich spielen. Yay, Klopapier! Yay! Guckt euch das an! Ja, schön! Und noch eine! Und noch eine! Da geht noch was! So, was ist jetzt? Essen bestellen. Ja, das war jetzt sehr anstrengend. Das Klopapier war schwer. Aber ich bin zufrieden. Also hat sie sehr schön hingekriegt. So, fahren in der eigenen Sportarena hissen. Müssen wir da dann... Ah ja, warte mal, da könnten wir... Ja, und dann kaufst du bei den... Ich glaube, es geht los. Wer weiß, der hat dir vielleicht ins Essen gespuckt oder so. Unmöglich. Da reisen wir doch gleich mal auf die andere Seite wieder. Weil hier ist ja unsere Sporthalle. Irgendwie Sportarena, denke ich mal. Und da gucken wir mal, ob wir da irgendwo Fahnen hissen können. Weil so ein paar Aufgaben würde ich halt schon gerne machen und sehen, wie weit wir da so in der Gruppe werden. Also, wie weit wir in der Gruppe kommen. So rum. So, mal gucken, was ist denn das? Unterrichten? Nein. Die müsste doch das hier irgendwo... Universität? Nein. Da ist doch die Sporthalle. Ja, da hast du immer Probleme. Fahren entfernen. Streich mit. Nein. Ich möchte aber nicht.
Fahne des. Ja, genau. Die möchte ich gerne hissen. Und wo machst du das? Eieieiei. Und das war auch genau das, was wir machen sollten. Und dann hätten wir hier die Aufgaben zumindest mal für erledigt, ne? Bot-Gelehrte, da müssen wir halt mal gucken, dass wir noch einen Bot verbessert kriegen. Und weiß nicht, was hatten wir noch? Nochmal so einen Mikro. Ach, ich weiß schon gar nicht. Dieses Quattrocopter oder so. Quattrocopter, so. Plapperbot herstellen. Wir hätten zwar Hunger, aber das würde ich jetzt gerne herstellen. Plapperbot. Dann nehmen wir einen roten. Was macht denn eigentlich unsere Ashley? Wie sieht's denn aus mit deinem Buch? Da müssen wir auch weiterkommen. Oder ist das schon rum? Ja, das ist schon rum. Brauchst du nicht mehr weiterschreiben. Ist alles gegessen. Apropos gegessen. Sims überzeugen kannst du ja anscheinend nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass die nächsten Aufgaben vielleicht was anderes irgendwie verlangen. Und dann wollten wir ja gucken, die Kunstgesellschaft, die haben wir leider verpasst. Aber heute Nachmittag hätten wir nochmal eine Gelegenheit dahin zu gehen. Heute Nachmittag ist auch die Debattiergilde unterwegs. Da werde ich aber eher die Kunstgesellschaft aufsuchen. Und am Freitag gibt es dann die Brightchester Fifi-Kurse und die wollen wir ja auch mal besuchen. So, Bot verbessern. Verbessere eine deiner Kreationen. Heißt das, sind das damit dann die Spielzeuge gemeint? Oder. Ah, wir haben Poster. Stimmt, wir haben doch Poster, die wir aufhängen können. Hier ist zwar jetzt ziemlich arg dunkel. Ja, eigentlich haben wir davon ja richtig viele. Wir haben ja davon auch eins an der Wand hängen. Ist das jetzt rot? Das ist doch grün, oder? Ach, das ist ja auch eine andere Gruppe, ne? Intelligenz-Mitgliedschaftsposter? Das ist das Bot-Gelehrte. Und dann haben wir noch die Teamgeister, ja. Davon haben wir noch keine aufgehängt. Das nehme ich auch sofort wieder zurück. Ah, cool. Ja, irgendwie. So. Zwar sollte das eigentlich oberhalb von den. Ja, ich glaube so. Und so. Ist zwar ein bisschen dunkel. Ah ja, das liegt ja auch daran, ist ja keiner im Zimmer, also ist das Licht auch aus, ne? Hausaufgaben hast du ja gemacht. Jetzt mach ich mal die Wände hier ein bisschen niedriger. So, jetzt lass mich mal gucken. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Ja, nee, den können wir anscheinend nicht verbessern. Oder bist du jetzt dabei? Nee. Im Inventar platzieren, bitte. Und eigentlich habe ich gedacht, dass wir den verbessern können, ne? Verbesserungsstufe 9. Verkaufen, ansehen. Kann man den jetzt demontieren, verkaufen. Oh, toll. Ah, yeah.
Ferngesteuert, ach ja, genau, da war ja was. Also stellen wir auch noch mal so einen Quadrocopter da. Also ja, mein Gott. Ganze Nacht durch. Und du? Wie geht's dir? Ja, dir geht's eigentlich soweit ganz gut. Musst du auch noch irgendwas tun? Hast du Hausaufgaben gemacht? Ja. Also ihr seid ja eigentlich ganz gut vorbereitet, ne? Sieht immer gleich aus, aber dann kommt was anderes raus, ne? So, und dann hätten wir den Kram auch. Verbessere einen deiner Kreationen an der Robotikwerkbahn. Ja, das geht ja irgendwie nicht. Wir können einen Partybot herstellen. Weil die, oh, 20 Altmaterial. Ah, da müssen wir wieder für den anderen Schmarrn irgendwie wieder was herstellen. Ach, nehmen wir den. Ist mir egal. Wir ziehen das durch. Und dann verbessern wir den. Unsere Werkbank. Beziehungsweise, nein, wir könnten ja dort dann auch eine Werkbank benutzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn wir dann dieses Roboter-Treffen haben. Wann war das jetzt nochmal? Wir sind auch hier. Servicebot-Wettbewerb. Nee, in 15 Stunden. Von 19 bis 23 Uhr. Können wir dann unsere Dinge rumbasteln. Jetzt lass mich erst noch mal gucken. Ja, irgendwie finde ich das komisch, dass ich den nicht verbessern kann. Ne? Ich kann ihn nur demontieren, ne? Und das ist ja nicht verbessern. Also, gehe ich mal davon aus. So, aber du solltest vielleicht mal was essen. Und du bist müde und stehst aber nur rum, ne? Auch toll. Unter Umständen kommt ja sowieso dann andere Aufgaben, weil es ja wieder ein neuer Morgen ist. Und vielleicht müssen wir auch konzentriert jetzt wieder zur Uni gehen. Haben wir überhaupt Unterricht? 2 Tage. Okay, heute haben wir frei. Supi. Kannst du ja ein bisschen schlafen. Wenn du schlafen gehen willst. Ashley muss in einer Stunde zur Universität. Deswegen solltest du vielleicht. Okay. Nein, zu spät. Sie geht zur Uni. Tja, man muss halt dort was essen. So, jetzt gucke ich hier aber nochmal. Ah ja, Och nö, jetzt geht mir doch nicht mit dem Quadrocopter. Wie viel soll ich denn. Blabberbot, den habe ich doch erst. Servicebot. Oh, wie schön. Wie schön. Was ich aber machen könnte. Oh, an Servicebot arbeiten. Oh mein Gott. Heißt das, dass wir den dann bearbeiten, also verbessern? Wenn wir natürlich jetzt nicht mehr erfahren, ne? Weil jetzt andere Aufgaben wieder. Nein. Okay, noch ein Plapperbot in Blau. Okay, jetzt geht's hier erst zur Arbeit. Ja, wann sollen wir die ganzen Aufgaben hier eigentlich erledigen, ne? So. Wie viel Uhr?
11. Da ist aber, glaube ich, noch nichts, ne? In 4 Stunden trifft sich die Kunstgesellschaft. Thema diskutieren, Sim überzeugen, etwas zu tun. Ja, die Ashley ist nicht gut genug für zum Überzeugen, weil dann 2 ist sie schon gescheitert, ne? Kommen eigentlich auch noch Rechnungen? Oder? Wieso benutzt du denn den Grill? Du hast hier einen Kühlschrank und einen Herd. Man muss nicht ständig grillen, Mann. Kann man eigentlich nur so süchtig sein? Was ist denn jetzt? Ich dachte, du hättest jetzt ein Problem. Solltest nicht so mit den Armen rumwackeln. Das sieht immer so aus, als ob du ein Problem hast. Mit irgendwas. Unaufmerksames Publikum. Charlie preist gerade ihr nächstes großes Projekt an, als sie merkt, dass der wichtigste Partner von der Investmentfirma an seinem Telefon herumspielt. Sie kann es entweder ignorieren und mit ihrer Präsentation fortfahren oder versuchen, den Investor mit Fragen einzubeziehen. Ja, machen wir doch. Charlie, hat ihre Hausaufgaben gemacht und das merkt man. Überrascht, aber froh über die Aufmerksamkeit, legt der Partner sein Telefon weg und beginnt, Charlie Fragen zu stellen, sodass sie ausreichend Gelegenheit erhält, ihre Gedanken darzulegen und sich ein... Was? Charlie Fragen zu stellen, sodass sie ausreichend Gelegenheit erhält, ihre Gedanken darzulegen und sich ein Startkapital zu sichern. Ah, und beginnt Charlie Fragen zu stellen. So da, ja, okay, gut. So macht der Sinn. Ich meine, so macht der Sinn jetzt endlich Satz. Sehr schön. Ah. Ja, und jetzt direkt aufs Klo. Warum hast du gegessen? gut. Du hast keine Hausarbeiten gemacht? OMG. Ach so, du warst ja heute in. Oh, meine Güte. Es war immer noch derselbe. Oh mein Gott. Warte mal. Okay, wir haben noch genug Zeit. Es ist ja nicht viel vergangen. Wie gut, dass wir nur einen Kurs haben. Damit wir noch Zeit haben für den restlichen Teil hier. Ich glaube, ja, jetzt ist es soweit. Wir können endlich zur Kunstgesellschaft reisen. Bestimmt können wir da dann auch malen oder sollen dann ins Museum gehen und Kunst betrachten. Das sind wahrscheinlich die Aufgaben. So, aber jetzt mache ich das hier mal klein. Wo sind denn meine... hallo? Es wird sich hier doch getroffen, oder? Ist bereits am Veranstaltungsort. Okay. Ah, du bist Barkeeper oder was? Verkäuferin. Okay, toll. Ja, Verkäuferin. Was bist du? Ja, du bist ein Markus. Okay. Wer bist du? Okay, niemand Besonderes. Also ich meine, jetzt aus der Gruppe, zu der ich eigentlich gehören wollte. Sag mal, ist schon wieder der Bruno, Mann. Wer bist du? Niemand. Okay. Ach nee, die ist gerade wieder weg. Sag mal, hier soll doch eigentlich das Treffen stattfinden. Wo ist denn die Kunstgesellschaft? Hallo? Ja, nee, hier. Du gehörst bestimmt nicht zur Kunst, oder? Das ist ja schön. Feiert die Körperkunst und genieße dabei die frische Luft. Ob Anhänger oder
Anhänger oder Meister. Ob Anfänger oder Meister, alle Künstler sind willkommen. Tauscht euch über Techniken aus und lasst euch inspirieren. Ja, findet gerade statt. Oh Mann, du hörst dem Blödmann hier jetzt nicht zu. Ich glaube, es geht los. Ich will das jetzt noch. Ich möchte wenigstens einen Sim sehen, der in dieser blöden Gruppe ist. Damit ich den fragen kann, ob ich da auch mitmachen kann. Ist doch zum Ereignisort gehen. So, nochmal. Und jetzt bitte alle auf ihre Plätze. Und über. Und ja. Und sich treffen. Na? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Oh mein Gott, hier sind sie ja! Meine Güte! Oh, das Bildmotiv, okay. Okay, das ist doch schon mal ganz nett. Du siehst ganz nett aus, der Yannick Jakob. Und du und du und du. Okay, gut, dann stellen wir uns doch noch schnell dem Jakob vor. Oh Mann, Jakob, du brauchst hier nicht eigentlich... Du bist sehr weit gekommen. Musstest du dich gleich wieder hinsetzen. Das sieht nicht wie Jakob aus. Also, wo ist der Jakob denn jetzt? Jakob. Da ist er. Die Überlegenheit. Wieso die Überlegenheit? Du bist doch selber in... Du bist doch... Also pass mal auf, was du sagst hier, ne? Fröhlich. Jetzt stell dich jetzt mal fröhlich vor. Und jetzt wollen wir gerne bitten, in die Gruppe aufgenommen zu werden. Aufhören, in der Gruppe zu reden. Och man, jetzt wird die immer größer. Sag mal, hey, gehst du an dein Mikrofon? Gott sei Dank, wir sind endlich drin. So, dann gucken wir uns das doch mal an, was die klassisches Gemälde fertigstellen, abstraktes Bild, Gemälde fertigstellen. Und oh ja, das sind doch Aufgaben, die kriegt auch unsere Ashley mit links hin. Vielleicht auch direkt hier vor Ort, ne? Klassisch, nee. Abstraktes. Machen wir doch mal ein großes und werden das natürlich in der nächsten Folge fertigstellen, denke ich mal. Und unser lieber, wer warst du jetzt? Der Markus, der liebe Markus, der ist kein sehr netter Sim, wurde mir jetzt mitgeteilt. Gut. Dann soll er mal gemeint sein. Ich werde hier trotzdem einen Cut machen. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.